Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Todesangst. Anwalt Floristan Gödings hilft einem Stalking-Opfer. Herr Kollwitz, ich würde Sie bitten, den Polizeischutz zu aktivieren für meine Mandantin. Die steht wirklich in Lebensgefahr. Eins ist klar, der Stalker, der läuft noch weiter in Fährten. In Berlin-Rudow führt die Polizistin Sonja Friebe eine glückliche Beziehung mit ihrem Lebensgefährten Patrick Wilmers. Gemeinsam ziehen die beiden Sonjas fünfjährige Tochter Anna aus erster Ehe groß. Pavel, der Vater des Kindes, gilt seit einem schweren Autounfall vor 2 Jahren als vermisst. Die Polizei glaubt nicht, dass Pavel den Crash überlebt haben kann. Doch seine Leiche wurde nie gefunden. Das habe ich in der Kita gemacht. Das ist aber schön. Das hängen wir gleich in dein Zimmer, oder? Mhm. Komm her. Aber vorher werden wir erstmal Abendbrot essen. Mhm. Okay, oh, warte. Ah, da muss ich dran gehen. Komm mal hin. Mist, ich habe Bereitschaft. Polizeiobermeisterin Friebe? So, komm mal hin. Ja. Ja. Ja, okay, ich bin gleich da. Ciao. Schatz. Ja? Es tut mir leid, ihr müsst leider ohne mich essen. Ich muss noch mal zum Einsatz. Ist ein 038 auf dem Späti. Oh, ich wollte heute mit dir so einen schönen Abend machen. Es tut mir leid. Du wolltest doch mit mir noch mein wunderschönes Bild aufhängen. Ja, ich weiß, meine Kleine. Das machen wir wann anders. Ich muss noch mal los jemanden suchen, ne? Aber du, der Patrick, der kann das eh viel besser als ich. Der macht das mit dir, ja? Okay. Okay. Aber ich verspreche dich, ich komme so schnell es geht wieder. Ja, schon okay, mein Schatz. Ich weiß ja, dass du deinen Polizeijob liebst, aber pass bitte auf dich auf, ja? Du hörst auch nie auf, dir Sorgen zu machen, ne? Aber hier so ein Einsatz beim Späti, das ist wirklich ein Routineeinsatz. Da passiert schon nichts. Dein Wort in Gottes Ohren. Eine halbe Stunde später läuft die Fahndung nach dem flüchtigen Kioskräuber auf Hochtouren. Sonja und ihr Kollege Julian Kollwitz arbeiten erst seit 2 Monaten in einem Team und geraten oft aneinander. Sag mal, was hat die Zentrale gesagt, wie der Täter aussieht? Das war doch hier ein grüner Parker, schwere Stiefel und so eine schwarze Mütze. Ey, das ist er doch. Der ist gar nicht über alle Berge. Komm. Fahr ich stehen bleiben. Stopp, stehen bleiben. Matze Brehm ist. Du kennst den? Ja, das ist Matze, Matthias Brehm, hier bekannt wegen mehrerer Drogen- und Einbruchsdelikte. Ne? Ja, die Schlampe kenne ich doch, du hast mich schon letztes Jahr in den Knast gebracht, wa? So, jetzt wird's offiziell. Herr Brehm, Sie wären verdächtig, vor 1 Stunde einen Spätkauf ausgeraubt zu haben. Was? Wenn ich Sie jetzt durchsuche, da finde ich aber keine Spritzen oder anderen Spitzengegenstände, oder? Nein, ich bin clean, das sage ich doch, ich habe kein Späti ausgeraubt, Mann. Ja, okay, ich bin unschuldig. Ich bin... Mann, ich hab nichts bei. Ja, okay, der ist clean. Als ob der clean ist. Lass mich mal ran. Du kannst gar nichts sehen. Komm, ist okay. Nee, Polizeioberkommissarin. Okay. Nee, ist klar. Ist gut. Mein Gott. So, okay, ist gut. Also, ab jetzt aber als Weitere können Sie auf dem Polizeipräsidium zu Protokoll geben. Übernimmst du mal? Ach, ich darf jetzt die Drecksarbeit machen, oder was? Du bist da ist nicht ganz sauber. Ich schwör's dir, wenn ich wegen dir Miststück wieder in den Knast komme. Du wirst sehen, was ich mit dir mache. Diesmal finde ich dich, Mann. Was für ein bescheidener Tag. Nicht nur, dass ich von so einem Kleinkriminellen angepöbelt werde. Jetzt kommt mir auch noch mein Kollege dumm. Ich hoffe nur, wir haben den richtigen gefunden und ich kann jetzt endlich nach Hause zu meiner Familie. Nach ihrem nervenaufreibenden Einsatz kann Sonja am nächsten Morgen entspannen. Patrick muss erst später zur Arbeit und ist extra früh aufgestanden, um seine Liebste an ihrem freien Tag zu verwöhnen. Ach Schatz, du hättest doch nicht einkaufen gehen müssen. Hallo, du sollst deinen freien Tag auch mal genießen. Hier, nimmst du die Brötchen? Ja, ach cool. Und kommst du mit frühstücken? Ja, mach ich. Komm. Schatz, guck mal, was hier gerade für mich in der Post. Das werde ich dir heimzahlen? Jeder kriegt das, was er verdient. Moment mal, wer ist denn so drauf? Ja,
keine Ahnung. Ach, das ist bestimmt nur ein böser Jungenstreich. Wie nennst du das? Schatz, das ist kein Spaß mehr. Wer ist denn so drauf? Wer hat denn sowas geschrieben? Hast du irgendwie Ärger mit irgendwelchen Kriminellen von dir? Nein. Also, ach, da war dieser Kleinkriminelle, Matthias Brehm. Den haben wir verhaftet gestern nach diesem Späti-Überfall. Ach, und dann, ach, das wollte ich dir auch eigentlich gar nicht erzählen. Was ist da vorgefallen? Ja, nichts. Der hat ein bisschen rumgepöbelt, sich aufgeregt und irgendwas von Rache gefaselt. Aber ja, das muss man halt abkönnen, wenn man Polizistin ist. Und jetzt? Ja, nichts. Wir haben den festgenommen. Der sitzt bestimmt noch in U-Haft. Ja, hast du eine Live-Schaltung irgendwie zu seiner Zelle? Oder willst du wissen, dass der noch in der Zelle sitzt? Das ist immerhin 15 Stunden her. Ruf bitte deine Kollegen an und frage nach, ob der noch in der Zelle sitzt. Ja, okay. Ja, gut, ich ruf mal an, warte. Ja, Sonja hier. Sag mal, wegen dem Brehm gestern. Genau. Ja, ja, von dem Späti. Ist der noch in U-Haft? Nicht? Oh. Okay. Nee, kein Ding. Ich ruf noch mal an. Und jetzt? Ja, du hast recht. Der ist nicht mehr in U-Haft. Der ist entlassen worden gestern. Weil mangels hinreichenden Tatverdachts. Und der Späti-Besitzer hat wohl gesagt, der Täter wäre irgendwie größer und schlanker gewesen als er. Ja, und was soll jetzt passieren? Ja, nichts. Was soll denn jetzt passieren? Ich meine, ich kann ihn ja schlecht verhaften, nur weil er einen bösen Brief geschrieben hat. Also, wenn er das überhaupt war. Ja, aber du musst doch irgendwie reagieren. Nichts zu tun ist doch auch keine Lösung. Ich meine, erinnerst du dich noch an deine Kollegin Carola, die von dem Stalker da monatelang bedroht wurde, zum Schluss abgestochen wurde? Und ich glaube, sie sitzt immer noch in der Reha. Ja, und damals hast du noch zu mir gesagt, wie leichtsinnig sie gehandelt hat. Und was machst du jetzt? Jetzt bist du leichtsinnig. Schatz, ich will auch nicht, dass du dir Sorgen machst. Okay, ich kontaktiere mal einen Anwalt und dann lasse ich mich beraten, was ich machen kann, ja? Natürlich gehe ich in erster Linie zum Anwalt, um Patrick zu beruhigen. Wobei, ein bisschen mulmig ist mir schon. Wer hasst mich so sehr, dass er zu solchen Drohungen in der Lage ist? Vielleicht ist es ja doch dieser Matthias Brehm. Also zuzutrauen wäre es ihm. Ich rufe jetzt gleich meinen Anwalt an. Auf dem Polizeipräsidium lässt Sonja den Drohbrief von ihren Kollegen auf Fingerabdrücke und Spuren untersuchen. Da die Auswertungen keinen Erfolg bringen, sucht die 33-Jährige anschließend gemeinsam mit Patrick ihren Rechtsanwalt auf. Floristan Gödings erklärt sich sofort bereit, Sonja in diesem Fall zu vertreten. Denn er nimmt die Drohung gegen seine Mandantin sehr ernst. Ganz ehrlich, Frau Friebe, ich glaube schon, dass es in Ihrer Laufbahn den einen oder anderen gab, den Sie da verärgert haben. Und natürlich können Polizistinnen und Polizisten nicht immer auf sich aufpassen, aber es betrifft Sie ja hier als Privatperson. Das ist was anderes. Aber ich denke, dass wir nicht mehr über diesen Fall herausfinden, zumindest so lange nicht, bis Sie keine Strafanzeige stellen. Oh Sonja, das ist doch eine gute Idee. Ich will nur nicht, dass hier irgendwas passiert oder unsere Tochter Anna. Wer ist jetzt Anna? Anna ist unsere Tochter. Also, naja, eigentlich ist es die Tochter von Sonja und Pavel. Aber die letzten zwei Jahre, um die ich mich jetzt um Sonja gekümmert habe, da ist Anna für mich wie eine Tochter geworden. Ja, also Pavel, Annas Vater, also der war mein Ehemann. Bis vor zwei Jahren an dieser Verkehrsunfall passiert ist. Ja, und es ist bis heute nie geklärt worden, was passiert ist. Und seine Leiche ist nie gefunden worden. Aber die Sachverständigen sind sich einig, also selbst mit 10 Schutzengeln hätte er niemals lebendig aus diesem Wrack rauskommen können. Aber für tot erklären lassen habe ich ihn noch nicht. Frau Friebe, ich kann ja sehr gut nachvollziehen, in welcher Ungewissheit Sie leben. Umso wichtiger ist es natürlich, dass Sie einfach zur Ruhe kommen, auch mit Ihrer neuen Familie, dass das gut kommt und dass Sie sich hier nicht stalken lassen, dass nicht sowas passiert. Das muss einfach aufhören. Ja, okay. Ja, Sie haben vielleicht recht, Herr Gödings. Dann versuchen wir das mal mit der Strafanzeige. Ja, das ist eine gute Sache. Dann würde ich das hier auch hier behalten. Das ist wichtig für die Strafanzeige. Und dann machen wir es doch einfach so, sobald sich wieder irgendwas tut, wenn es eine neue Drohung gibt oder sonst was Merkwürdiges passiert, dann sagen Sie Bescheid. Sie wissen es ja selbst aus eigener beruflichen Erfahrung. Wir brauchen wirklich handfeste Beweise, um diesen Herrn Brehm dingfest zu machen. Ja? Okay. Kopf hoch, Frau Friebe. Das schaffen wir schon. Vielen Dank, Herr Wilmers. Machen Sie es gut. Bitte schön. Tja, also ich werde sofort eine Strafanzeige machen wegen Bedrohung und wegen Stalkings und mich natürlich auch als Opferanwalt bestellen. Ich hoffe wirklich, dass wir den Stalker sehr schnell finden, denn man weiß nie, ob hinter so einer Bedrohung nicht auch eine ernstzunehmende Absicht steckt. I was a liar, I gave in to-
Auf der Wache spricht sich schnell herum, dass Sonja Strafanzeige erstattet hat und befürchtet, von Matthias Brehm bedroht zu werden. Die meisten Kollegen der Polizeioberkommissarin zeigen Verständnis für diesen Schritt. Nur Sonjas Teampartner Julian nicht. Da ist ja unser Angsthase. Ist dir jemand im Vorgarten auf deine kleinen Blümchen getreten? Und du brauchst jetzt Polizeischutz oder was? Sag, wenn der Witz kommt, dann lache ich auch. Ne? Ist das wirklich wahr, jetzt? Du hast eine Anzeige gemacht wegen einem Stalker? Ja, also ich habe vor ein paar Tagen einen anonymen Brief bekommen, ne, mit einer massiven Drohung drin. Und als Polizistin weiß ich, man sollte nicht warten, bis was passiert. Ne? Ich finde das gar nicht so verkehrt. Hast du jemanden im Verdacht? Das war bestimmt der große, böse Wolf. Ist klar, Julian. Ja, nee, keine Ahnung. Vielleicht war es ja dieser Kleinkriminelle, Matthias Brehm. Den habe ich schon mal ins Gefängnis gebracht. Ja, und dann neulich erneut festgenommen. Der war ziemlich sauer. Also, der ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Vielleicht will der einfach mir jetzt Angst machen oder so. Ich weiß nicht. Du, gut möglich ist es, ne? Ich hoffe, es klärt sich bald auch für dich. Und von Kollegen, die sich für Superman halten, lass dich bitte nicht unterkriegen. Das Post für dich kommt, Paket, ich hab's dir dahergelegt. Ich muss los, ne? Bis dann. Okay, danke. Sag mal, was sollte das gerade, Julian? Nix. Nur diese Paras, die du da schiebst, zeigen einfach, dass Frauen in so echten Männerjobs nichts zu suchen haben. Ey, sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ich bin immer noch Rang höher als du. Ja, reiß dich mal zusammen. Was ist das? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich irgendwas bestellt habe. Bald bist du dran? Was ist das? Oh mein Gott! Oh, Scheiße, okay. Pass auf dich auf, das Spiel beginnt. Das kann doch nicht wahr sein. Bleib ruhig sein, okay, denk nach. Okay, eine tote Ratte, zwei Drohungen. Weil ich glaube, ich rufe besser mal meinen Anwalt an. Sonja freut sich nach einem langen Arbeitstag auf ihre Familie. Doch plötzlich gerät das Leben der Polizistin in große Gefahr. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Nächstes Mal wirst du nicht aufwachen. Chloroform. Oh Gott, da hat einer auf mich abgesehen. Oh, der will mich nicht nur, der will mir nicht Angst einjagen, der will mich umbringen. Oh Gott. Der Schock über den heimtückischen Angriff sitzt tief. Patrick kümmert sich sofort um seine Frau und informiert umgehend Rechtsanwalt Florestan Gödings. Sonja ist mit einem Schlag klar geworden, dass ihr Stalker sogar vor Mord nicht zurückschreckt und sie dem Unbekannten hilflos ausgeliefert ist. Die 33-Jährige hofft, dass ihr Anwalt für ausreichend Schutz sorgen kann. Wie geht's Ihnen? Erzählen Sie mal. Ja, nicht gut. Ich bin draußen vorm Haus überfallen worden. Es kam ein Mann von hinten, der hat mich betäubt. Und ich habe irgendwie mitbekommen, der hat was gefaselt von nächstes Mal wache ich nicht mehr auf. Also es scheint ja wirklich so zu sein, als ob der Stalker vor gar nichts zurückschreckt. Konnten Sie denn irgendwas erkennen? Nein, gar nichts. Also Moment mal, ich habe da noch was. Und zwar, als ich heute nach Hause gekommen bin, war ein Paket vor der Haustür. Und ich hatte dich vorhin nicht angerufen, weil du noch auf Arbeit warst. Und damit wollte ich dich nicht belasten, weil diese weißen Tulpen waren drin und diese Bilder. Was ist das denn? Das, guck, das ist hier vom, an unserem Haus aufgenommen. Der war hier. Ich bin fix und fertig. Ich habe Angst um mein Leben und um meine Familie. Was habe ich getan, dass mir jemand sowas antun will? Wer macht denn sowas? Das muss durch Schlafzimmerfenster aufgenommen worden sein. Das war nur wenige Meter von mir entfernt.
Ich beobachte dich. Frau Friebe, Sie sind wirklich in großer Gefahr. Also ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber kennen Sie da nicht jemanden, der irgendwie mit diesen weißen Tulpen? Das ist doch nur wirklich eine sehr intime Information. Ich dachte wirklich, dass dieser Matthias Brehl dahinter steckt. Aber wissen Sie, weiße Tulpen sind meine Lieblingsblumen. Das kann der nicht wissen. Das wussten eigentlich nur Patrick und mein verstorbener Ehemann Pavel. Das muss einfach nur, wenn, dann ein doofer Zufall sein. Sehen Sie das mit den Zufällen? Rote Rosen, ja, das ist ein Zufall. Das können auch mal Fremde verschicken. Aber weiße Tulpen? Das ist schon sehr speziell. Haben Sie nicht irgendwelche Freunde oder irgendwelche Bekannten, die das wissen? Ich weiß nicht. Aber letztes Jahr, da hatte Patrick mir diese weißen Tulpen doch zum Geburtstag geschickt. Auf die Dienststelle und die standen bei mir auf dem Schreibtisch. Also eigentlich kann das jeder meiner Kollegen gesehen haben. Aber wer sollte mir jetzt sowas antun? Außer dieser Julian Kollwitz. Der Julian ist der neue Kollege von Sonja und na, der haut den ganzen Tag nur dämliche Mathe-Sprüche raus und so richtig vertragen tun sie beiden sich auch nicht. Ja. Der Julian ist der Meinung, dass Frauen in so einem Männerberuf bei der Polizei nichts zu tun haben. Und das lässt er mich jeden Tag spüren. Gut, also, was haben wir denn jetzt? Wir haben den Herrn Brehm, der könnte es gewesen sein. Wir haben den Herrn Kollwitz, der ein grundsätzliches Problem mit Frauen hat. Und wir haben natürlich ihren Noch-Ehemann Pavel. Ja, Pavel ist tot. Ja, aber die Leiche haben wir nie gefunden. Also ich glaube auch nicht daran, dass draußen irgendwie tote Menschen herumlaufen. Aber trotzdem würde ich mal ganz gerne mit ihm nochmal über diesen Unfall sprechen. Und wenn Sie Unterlagen haben zum Unfall, würde ich die auch ganz gerne anschauen. Und wir müssen auch Ihre Kollegen informieren. Das muss alles aufgenommen werden. Das muss zur Akte. So, ich weiß, es ist alles ganz schön viel. Frau Friebe, machen wir das so, dass ich morgen einfach nochmal vorbeikomme, ja? Und dann besprechen wir das. Ich wünsche Ihnen erstmal eine gute Nacht. Ja? Du legst dich hin, ich bringe Sie noch raus. Oh ja, danke schön. Die Stalking-Attacken auf meine Mandantin, die werden immer gefährlicher und das führt natürlich zu einer allgemeinen Angespanntheit bei allen Beteiligten. Und ich muss jetzt wirklich alles daran setzen, um meine Mandantin zu schützen. Und das bedeutet in allererster Linie, den Täter zu finden. Am nächsten Tag stattet Floristan Göding seiner Mandantin wie vereinbart einen erneuten Besuch ab. Der Anwalt will den mysteriösen Unfall von Sonjas verschwundenem Ehemann Pavel genauer unter die Lupe nehmen. Auch wenn die Erinnerungen Sonja aufwühlen, will der Jurist keine Spur außer Acht lassen, um den gefährlichen Stalker aufzuspüren. Ja, vielen Dank, dass Sie sich hier auch die Zeit genommen haben, ne? Auf jeden Fall. Möchten Sie sich setzen? Ach, ich stehe lieber, aber die Jacke lege ich natürlich gerne ab. Und also wenn es natürlich nicht zu viel ist, dann würde ich mich da ganz gerne drüber unterhalten, wenn Sie schaffen. Ja. Also, es fällt mir natürlich nicht leicht, darüber zu sprechen. Ich hatte auch eigentlich schon mit dem ganzen Thema abgeschlossen, aber das hier ist Pavel. Und vor 2 Jahren hatte er dann diesen Autounfall. Sein Wrack wurde da aus dem Fluss gezogen und seitdem gilt er als verschwunden. Sag mal, gibt es nicht irgendwie überhaupt Anhaltspunkte dafür, was jetzt genau passiert ist? Nein, nichts, keine Leiche, gar nichts. Also, ich habe lange gehofft, dass er einfach irgendwann wieder vor der Tür steht. Aber irgendwann musste ich mich dann damit abfinden, dass er wohl nie wieder auftauchen wird. Also sind Sie wahrscheinlich durch die Hölle gegangen. Das muss eine ganz schwere Zeit für Sie gewesen sein. Ja, also ohne Patrick hätte ich das Ganze auch nicht durchgestanden. Er war Pavels bester Freund. Und der hat natürlich auch darunter gelitten, was passiert ist. Und wir haben uns gegenseitig gestützt, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, dass wir uns lieben. Ja, das freut mich natürlich, dass es auch so gut gegangen ist jetzt zwischen Ihnen beiden. Aber noch mal kurz abschließend, es gibt also keinen Beweis dafür, dass Ihr Mann wirklich tot ist? Ja, nein, aber warum sollte Pavel denn seinen Tod vorgetäuscht haben? Und ich meine, also selbst wenn, warum kommt er denn dann 2 Jahre später zurück, um mich umzubringen? Durchdenken wir das doch einfach nur. Rein theoretisch, angenommen, Ihr Mann wäre gar nicht tot, hätte er denn irgendein Motiv? Also beispielsweise, dass er wütend auf Sie ist, weil Sie nicht auf ihn gewartet haben und jetzt einen neuen Partner haben. Ja gut, also Pavel war schon immer recht eifersüchtig auf Patrick, obwohl sie beste Freunde waren. Also eifersüchtig, wie kommen Sie darauf? Warum? Ja, das fing schon damit an, dass sie in dem gleichen Elektrobetrieb gearbeitet haben und Pavel dann entlassen wurde, Patrick nicht. Und Pavel auch bis zu diesem Unfall keinen Job mehr bekommen hat. Und irgendwie hat er das Patrick übel genommen. Und das ist schon die ganze Situation? Das war schon alles? Ja, Pavel war immer recht eifersüchtig auf Patrick, weil wir uns einfach gut verstanden haben.
Anfangs fand er das ja auch noch gut, aber irgendwann fing er dann an, immer mehr gegen Patrick zu sticheln. Na ja, sehen Sie, das wäre zumindest ein denkbares Motiv, nämlich Ihre neue Beziehung zu Patrick. Jetzt aber noch mal was ganz anderes, und zwar die SMS, die Sie mir gegeben haben. Damit habe ich ja meinen Privatdetektiv beauftragt und der hat eben versucht rauszufinden, von wem die ist. Die stammt von einer Prepaid-Karte, deswegen ist nicht mehr verfolgbar, von wem die ist. Das war doch so klar. Dieses Schwein weiß eben, was es tut. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass dieser Stalker-Ding festgemacht wird. Das ist doch ganz klar. Wir werden auf jeden Fall den Bremen weiter beschatten lassen durch den Privatdetektiv. Denn der ist weiterhin verdächtig. Und ich würde mir ganz gerne die Unterlagen auch anschauen zu dem Unfall. Vielleicht kann man da noch was rausholen. Ja, ja, kein Problem, können Sie haben. Gut, ich würde mir auch ganz gerne ein Foto mitnehmen für den Privatdetektiv. Schaue ich mal eins, vielleicht wo er allein ist. Hier so, das nehme ich mit. Mhm. Und was noch wichtig ist, genau, wegen Ihrem Arbeitskollegen. Wenn da noch mal was sein sollte, dann geben Sie mir Bescheid. Dann kümmern wir uns auch darum, ja? Okay. Vielen Dank, Herr Würdings. Gut, dann finde ich selber raus. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao. Klar habe ich Angst, dass der Stalker wieder zuschlägt. Aber ich will mir davon jetzt nicht mein Leben zerstören lassen. Ich werde einfach versuchen, das in Zukunft nicht so an mich rankommen zu lassen. Aber das ist echt nicht leicht. Also selbst für mich als Polizistin, die sich ja eigentlich gut selbst verteidigen kann. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sand.